Bonjour und wie sagt der Franzose, rien ne va plus, nichts geht mehr. Das große Gerackere, die ganze Vorbereitung, das Training und auch teilweise der Check-in sind absolviert. Jetzt geht es zur Sache. Die Kugel rollt morgen früh ab 6.50 Uhr, glaube ich, für die Profis, ab 7 Uhr für die rund 2200 Age-Grupper hier bei der Ironman-Weltmeisterschaft der Männer in Nizza, der ersten Ironman-Weltmeisterschaft außerhalb der USA. Und es ist heiß hier, aber auch wir innerlich sind on fire, kann man, glaube ich, sagen. Ja? Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Es ist alles heiß, definitiv. Ja. Ja, was haben wir erlebt? Wie war die Woche für uns hier? Ich fange mal an. Ich finde, es hat gemächlich angefangen und nahm dann zu. Man könnte sagen, irgendwie same procedure as every year, but nice. Also es ist tatsächlich, wenn erstmal der Ironman-Zug dann irgendwann rollt und die Nationenparade stattgefunden hat und dann das Zieltor aufgebaut wird und der Schwimmeinstieg, die Rampe kommt und so weiter, dann ist es auch egal, wo es stattfindet. Dann wissen wir alle, der Race Day steht kurz bevor. Und ich finde, die Stadt hat das fantastisch gemacht, das jetzt so langsam aufzunehmen, weil alles drumherum irgendwie so eine Mischung aus Gelassenheit ist. Und aber trotzdem spürt man, dass alle da Bock drauf haben. Ja. Simon, du bist bei zwei Ironman-Weltmeisterschaften gestartet, hier bei der 73 WM 2019 und dann auf Hawaii bei der vollen Distanz 2022. Du kannst es am ehesten beurteilen. Wie fühlt sich das aus Teilnehmersicht an? Boah, ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann, weil ja die Ungewissheit für viele, die hier starten, glaube ich, doch sehr groß ist. Wir waren beim Willkommensbankett und haben gesehen, die Anzahl derjenigen, die das erste Mal bei einer Ironman-Weltmeisterschaft sind, ist hier riesig. Und da hat man sich natürlich gleich eine Strecke ausgesucht, die ungewisser und härter nicht hätte sein können. Von daher glaube ich, dass für viele das Kribbeln auf jeden Fall da ist. Und man wusste ja mit viel Vorlauf, dass nicht Hawaii auf einen zukommt, sondern eben Nizza mit allen äußeren Bedingungen, die dazugehören. So wie die Stimmung war, glaube ich, viele freuen sich auch darauf. Die haben sich spezifisch darauf vorbereitet, die haben es auf sich zukommen sehen. Und ich glaube, wenn man hier ist, die Stadt ist wunderschön, die Kulisse ist wunderschön. Es hat alles viel zu bieten hier. Und ja, ich glaube, alle freuen sich, dass es dann morgen auch endlich losgehen darf. Ja, wir können uns noch mal kurz mit dem Kurs beschäftigen. Wir waren heute im Wasser. Das fühlt sich erstmal schön an, wenn man erstmal so den ersten kurzen Kälteschock überwunden hat. Ich hatte das Gefühl, am Ufer war es kälter als draußen. Und da ist es einfach smooth und easy und schön blau. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Schwimmen, ja. Ja, und das ist vor allen Dingen wirklich ja nur so die letzten Sekunden. Also von Kälte kann man da nicht wirklich reden. Also angenehmer, perfekter könnte das Wasser nicht sein. Also es war hier durch die Tage dann doch schon mal unterschiedlich. Gestern Abend nahm die Brandung in Anführungszeichen zu. Die Wellen wurden ein bisschen höher gegen Abend, aber morgens, und das war auch heute wieder der Fall, war es eigentlich fast immer total flach. Und ich bin heute auch ein bisschen geschwommen. Und ich meine, wenn ich das sage, als wirklich hier mit Abstand der schlechteste Schwimmer in der Redaktion, es könnte nicht besser sein, es könnte nicht einfacher sein, aus meiner Sicht. Also ja. Das ist wirklich perfekt. Ja. Zwei große Rechtecke, 875 Meter Kantenlänge auf der langen Seite. Und dann kommen die Athleten, ja, das ist auch anders als auf Hawaii, die kommen ja zurück. Man kann die ja sehen am Ufer. 25 Meter vor dem Steinstrand schwimmen sie eine 25 Meter lange Leine entlang. Und dann geht es aufs zweite Rechteck. Also da gibt es ein bisschen was zu sehen. Für die Zuschauer zu sehen, gibt es dann für die Radfahrer viel da draußen, wenn man sich denn traut, den Kopf hochzunehmen. Ich meine, bei den Anstiegen muss man das wohl tun. Für Age-Grupper sicher ein anderes Erlebnis als für die Profis da draußen. Ja, letztendlich müssen sie ja alle dieselben Berge hoch. Und es ist ja, wir reden ja jetzt ja nicht von 20%, 25% Steigung. Wir reden nicht von, von außergewöhnlich schwierigen Sachen. Aber ich glaube, so die Masse insgesamt, die auf sie zukommt, also einfach die Dauer der Steigung und vor allen Dingen, da kommen wir vielleicht gleich noch dran, wenn wir über die Profis reden, eben dieses vermeintliche Flachstück, was schon wieder von allen irgendwie als Flachstück bezeichnet wird, was es definitiv nicht ist. Da geht es halt auf und ab und es wartet ja auch noch ein zweiter Anstieg, bevor es dann bergab geht. Da oben, da wird es, glaube ich, da wird es entscheidend, weil wenn man nach einem sehr langen Anstieg, ist man es normalerweise gewohnt, dass es wieder runtergeht. Ja. Und das geht es hier halt eben nicht. Ja. Ja, und dann beim Laufen, da wird es wieder flach. Wir haben gehört, bei Jan Frodeno zum Beispiel, da war die große Frage, wo laufen wir eigentlich? Wir wissen, die Strecke ist flach, aber es ist doch noch ein Riesenunterschied, ob man auf gegossenem Beton läuft oder auf ausgelegtem Asphalt. Simon, du als schneller Läufer, du kannst das am ehesten beurteilen. Was ist der Unterschied? Naja, der Grip wahrscheinlich. So ein bisschen die Dämpfung halt. Also ich finde, wir sind ja den Kurs jetzt auch mehrfach gelaufen und teilweise, wenn du ausweichen musst oder wenn es eben auch nicht so voll ist, dann läufst du auch mal auf dem Radweg und wenn du dann wieder hochgehst auf die Promenade, dann spürst du schon beim Fußaufsatz, dass sich das anders anfühlt.
Und gerade bei, ich sag mal, Athleten im gehobenen Alter, wozu Jan Frodeno sich ja auch selber zählt, mit Verletzungsproblematik im Vorfeld, macht man sich ja auch Gedanken drüber. Ich meine, es ist das letzte Rennen, er kann all in gehen, er kann alles raushauen. Ich glaube, was danach passiert, wenn es mit dem WM-Titel endet, ist ihm herzlich egal, wenn er dann erstmal 2 oder 3 oder 4 Wochen gar nicht laufen könnte. Aber es ist natürlich relevant zu wissen und ja, fühlt sich auch anders an. Ja, für die Age-Gruppe ganz anderes Thema. Da geht es um das Erlebnis, da geht es darum, auch ein Gespür dafür kollektiv zu sammeln. Ist das hier die Zukunft der Ironman-Weltmeisterschaft? Wohin geht es weiter? Das werden wir alles in Ruhe auch für uns analysieren, beurteilen. Kona ist ja auch schon in 5 Wochen. Also es ist ja unvorstellbar. In 5 Wochen machen wir das Gleiche hier dann auf Hawaii, auf dem Ali Drive und schauen voraus auf das Rennen der Frauen. Alles noch, ja, sehr schwer greifbar, auch für uns manchmal. Ja, die ersten Profis sind schon da. Chelsea Sodaro haben wir gerade gesehen, schon den ersten Lauf auf dem Ali Drive hinter sich. Also es geht quasi nahtlos weiter jetzt. Ja. Das kann man wohl so sagen, aber wir müssen uns jetzt natürlich erstmal beschäftigen mit dem, was hier morgen abläuft, ab 6.50 Uhr. Sicher nicht nach 7 Stunden 40 vorbei wie auf Hawaii, das wissen wir alle. Man rechnet hier schon ordentlich drauf. Prognosen liegen so bei etwas über 8 Stunden, wenn es ideale Bedingungen sind. Aber wer ist als Erster da nach den 8 Stunden? Da müssen wir ja irgendwie auch mal Farbe bekennen. Viele haben ja schon ihre Prognose abgegeben bei uns in der Show diese Woche. Wir noch nicht. Nee, wir haben viel drüber geredet und ich habe auch wie immer meinen Zettel aufgeschrieben. Das ist immer, damit man nicht in letzter Sekunde noch einen Flausen in den Kopf kommt. Weil natürlich hat man immer noch Namen, die irgendwie in der Mischung sind, aber man kann sich noch nicht so ganz erklären, wie das zustande kommen soll. Und deswegen, ja, ich mache es immer so, ich schreibe es mir immer auf und dann kann ich einfach raufgucken und dann bleibe ich auch dabei. Ja, der Jüngste fängt an. Der Jüngste fängt an. Ich habe die Befürchtung, dass bei uns bei der Frage um den Sieg gleich große Einigkeit herrschen wird. Und ja, also soll ich erstmal das Podium sagen und dann so ein bisschen, wie ich die Vorstellung habe, dass das zustande kommen könnte? Oder den Rennverlauf erst skizzieren und dann am Ende nennen, für wen das wie ausgeht. Fang so an, das wird spannender. Ja. Okay, ja, also ich würde damit rechnen, nachdem wir auch jetzt Interviews geführt haben mit verschiedenen Athleten, mit Trainern teilweise, wo auch immer natürlich die Frage fällt, zwangsweise, was sind Renndynamiken, mit denen sich beschäftigt werden? Jeder hat ja so ein paar Szenarien im Kopf, wie könnte es laufen, wie reagiere ich dann, was ist Plan A, B, C? Und ich glaube, alle sind sich da einig, dass beim Schwimmen das jetzt nicht das Rennen ist, was prädestiniert dafür wäre, mit großem Risiko eine erste Lücke zu reißen, die dann von Dauer sein könnte. Einfach weil, ja, Wasser wird wahrscheinlich flach sein und ich gehe auch eher davon aus, dass das Einfluss darauf hat, wie die Gruppendynamiken losfahren, und könnte mir vorstellen, dass es wie damals auf Hawaii ist, dass es eher 2 größere Gruppen gibt. Also nicht irgendwie vereinzelt, dass keiner vorne das Zepter in die Hand nimmt und sagt, ich möchte unbedingt weg, alleine weg, zu dritt, zu viert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es wie auf Hawaii letztes Jahr auch läuft, dass man sagt, oh, da sind doch mehr Leute vorne zusammen, als man gedacht hätte, und könnte mir vorstellen, dass sich das im Kreis von 10, 15, vielleicht sogar 18 oder 20 Athleten bewegt, wenn vorne nicht wirklich jemand sagt, auf der zweiten Hälfte drücke ich drauf. Wird dann eher davon ausgehen, ja, sag ich mal, um und bei 15 Leute, die zusammen auf die Radstrecke gehen. Dann wäre meine Prognose tatsächlich, dass sich sehr schnell die Spreu vom Weizen trennt und dass nach den 8-9 Kilometern, wenn die ersten Rampen kommen, einfach klar sein wird, wenn eine Gruppe zusammenfährt, wo ein Magnus Ditlev dabei ist, ein Sam Laidlaw, ein Jan Frodeno, dass da für viele oder viele vor der ersten Frage stehen, gehe ich da erstmal mit und gucke später, wie ich mich entscheiden muss, oder lasse ich sie da ziehen, und dass die da einfach schon wegfahren und sich das ein bisschen dezimiert, dass dann vielleicht nur noch 5 bis 8 Leute zusammen sind, die dann auch vorne in den ersten Anstieg irgendwann reinfahren. Ich glaube tatsächlich, mit den Schwimmvorleistungen, die Magnus Ditlev hatte, wird er sehr eng dran sein an der ersten Gruppe, wird er nicht groß irgendwie den Anstieg brauchen, um was zuzufahren, und gehe dann davon aus, dass man im ersten Anstieg das Szenario haben wird, dass ein Magnus Ditlev und ein Sam Laidlaw alleine vorne sind und wegfahren, und auch ein Jan Frodeno dann sagen muss, vielleicht sehe ich sie in der Bergabpassage wieder oder irgendwann in der zweiten Wechselzone oder beim Laufen, und sie dann fahren lassen wird. Weil einfach ja, Jan Frodeno von sich selbst sagt, das Ungewisse und das, was eben nicht seine Stärke ist, sondern als ausgegebene Schwäche auch von ihm selbst angesehen wird, ist das Bergauffahren, ist einfach dieses Verhältnis von Leistung zu Systemgewicht. Und ich glaube, da weiß er auch, dass wenn die ernst machen, er dann nicht mitgehen kann. Und dann wird er sie auch ziehen lassen. Und dann ist eben die Frage, wie weit kommen sie weg? Jan Frodeno hat uns
nach dem offiziellen Interview ja so ein bisschen Laufzeiten auch verraten. Die muss man ja jetzt nicht im Detail nennen, aber wenn das so stimmt, dann ordnet er sich leistungstechnisch im Training auf einem ähnlichen Niveau ein im Laufen wie damals vor der Ironman 73 WM in Südafrika, was die absolute Bestzeit war, ohne Carbon-Schuhe, 1:06:33. Und dann glaube ich, dass auch jemand wie Magnus Ditlev, der zwar immer sehr, sehr solide war bisher in der langen Distanz, keinen negativen Ausreißer nach unten hatte, dem einfach nicht gewachsen ist. Das wären dann schon 4, 5, 6 Minuten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Jan Frodeno es schafft, den Rückstand auf dem Rad in dem Rahmen zu halten. Beim Marathon deswegen ja, der Stärkere sein wird und dass alle anderen, die ihm da gefährlich werden könnten, auch Patrick Lange, nach dem Radfahren zu weit zurück sein werden, um ihn noch einholen zu können. Sprich, ich glaube, Jan Frodeno gewinnt, Magnus Ditlev aufgrund seiner Radstärke, aufgrund der absolut sehr guten Laufleistungen im Marathon. Erster Rotsieg 2:40 gelaufen, zweiter Rotsieg 2:37 gelaufen, auch bei warmen Temperaturen, dass er das wieder zeigt. Dahinter Zweiter wird und ich habe ja vorher auch schon mal gesagt, ich glaube, irgendein random Franzose wird auf dem Podium landen. Jetzt musste ich mir einen aussuchen. Ich habe mich für Léon Chevalier entschieden. Letztes Jahr beim Hawaii-Debüt Siebter geworden, noch mit einer einminütigen Zeitstrafe auf der Laufstrecke, ohne die er direkt Sechster geworden wäre oder vielleicht schon Fünfter. Schwacher Schwimmer, sehr starker Radfahrer, solider Läufer, kennt die Strecke bestens. Und ich glaube, wenn er die Kombination hinkriegt und beim Schwimmen nicht 4, 5, 6 Minuten bekommt, dann reicht die Konstellation auch, um vorne zu landen. Und ja, so würde ich mir das jetzt gerade ausmalen. Das ist mein Tipp fürs Podium und jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich wollte gerade sagen, damit ist alles gesagt. Wir können die Show. Nils hat was dagegen. Ich sehe ihm das an. Und er brennt auch schon. Mach doch direkt weiter. Ich habe zwischendurch gedacht, du kannst durch meine Karte durchgucken, weil da stand, du hast ziemlich viel von dem gesagt, was ich mir gedacht habe und was mir tatsächlich auch so notiert habe. Schwimmen kann ich kurz machen, gehe ich genauso mit. Also das wird, glaube ich, so passieren. Ich habe dir vorhin auch schon gesagt, es wird keinen verrückten Ausreißer geben, der dann ganz lange das Rennen bestimmt und dann irgendwie am Ende noch was mit dem Ausgang zu tun haben wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Das können wir abhaken. Dann kommen wir natürlich zum Radfahren und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Diese ersten Rampen, die es reingeht, die steil. Es gibt verschiedene Punkte, an denen man was machen könnte, an denen sich Gruppen zusammen. Das ist natürlich unheimlich schwer vorauszusagen, was da überhaupt passieren kann. Wenn man das auf Namen sagen will, dann würde ich halt eben sagen, dass ja, die du auch genannt hast, Laidlaw, Ditlev wird relativ schnell dran sein, Frodeno, die werden natürlich auch das Interesse haben, da wirklich auch schnell voranzukommen, schnell am Berg zu sein. Wer dann wann wo was übernimmt, ist die große Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Sam Laidlaw vielleicht relativ früh da schon auch ziemlich weit nach vorne geht. Um dann in Anführungszeichen irgendwann Magnus Ditlev aufzunehmen sozusagen oder auch vielleicht Jan Frodeno, das wird man dann sehen. Ein Name, der jetzt noch nicht gefallen ist, den ich aber glaube, den wir ziemlich irgendwann im Radfahren auch vorne sehen werden, wenn er eben an dieser zweiten Gruppe irgendwo im hinteren Bereich sich aufhalten kann, ist Cameron Wolf. Der wird die Radstrecke nutzen wollen, um zu zeigen, dass er der beste Radfahrer hier ist ja. Und nicht Sam Laidlaw. Also ich könnte mir vorstellen, dass der sich irgendwann da vorne an die Spitze setzen wird. Und ich glaube, dass dieses vermeintliche Flachstück, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, eine Rolle spielen wird. Weil ich glaube, dass wenn es Bewegungen gibt nachher nochmal und tatsächlich Positionsverschiebung, dann werden die vermutlich eher da stattfinden als noch im Anstieg. Denn da wirklich viel rauszuholen, da zu überholen, da jemanden wirklich sich abzusetzen, das müsste ja fast mit einem Sprint geschehen, aber da oben dann nochmal drauf zu drücken, das können sich, glaube ich, noch mehr Leute vorstellen, vor allen Dingen nach einem harten Anstieg. Und ich glaube, dass, wenn es Positionsverschiebungen gibt, da auch viel stattfinden wird. Weil ich glaube natürlich, in der Abfahrt wird es vielleicht, ja, von den Zeiten, von den Verschiebungen der Abstände wird was passieren. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sich jemand jetzt das als Taktik zurechtgelegt hat, auf der Abfahrt sammle ich sie alle ein. Ich meine, dafür haben wir die Bilder alle im Kopf, dafür wissen wir, wie eng das ist. Wir haben die ganze Diskussion um die Centerline-Violation alle im Kopf. Das will jetzt keiner riskieren, das zu seiner Taktik zu machen. Die werden alle alles riskieren bergab, aber nicht, um jetzt noch in der Abfahrt da Plätze gut zu machen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Deswegen kommen wir dann irgendwann unten zu einem Szenario, wo, glaube ich, Magnus Ditlev vor Sam Laidlaw und Jan Frodeno ist auf der Laufstrecke. Wie viel die Abstände sein werden, das werden wir alles sehen. Wer dann, ob Laidlaw oder Frodeno vorne ist. Ich glaube da tatsächlich, dass
Jan Frodeno es relativ schnell schaffen wird, sich von Sam Laidlaw abzusetzen, um dann irgendwann Magnus Ditlev einzusammeln. Wo Cameron Wolf das dann ist, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass der auch noch relativ lange vorne mit dabei ist. Aber dann eben tatsächlich dann auch eingesammelt werden wird. Unter anderem von Patrick Lange, bei dem ich keinen Grund sehe, warum er das nicht schaffen sollte, wenn es diese berühmte Jan Frodeno-Taktik gibt, die ich ja jetzt gerade beschrieben habe, denn Jan Frodeno befindet sich jetzt an der Spitze. Ja, dann ist die Patrick-Lange-Taktik dann einfach so gut es geht, so schnell wie möglich irgendwie dran zu bleiben und dann seine tödliche Waffe, den Marathon, dann auszupacken. Und den wird er auch hier auspacken. Der war extrem konzentriert im Vorfeld, der war extrem fokussiert. Viele haben gesagt, er hat in Rot nicht das Radfahren gezeigt oder nicht die Stärke, die er hier braucht. Ich glaube, das Radfahren in Rot ist ein komplett anderes. Und ich glaube tatsächlich, dass ihm hier jetzt auch liegt und dass er rankommt. Es wird aber nicht für ganz vorne reichen. Und deswegen lautet meine Prognose, Jan Frodeno gewinnt das Rennen vor Magnus Ditlev und vor Patrick Lange. Ja, und dahinter, was auch immer dann passiert, da brauchen wir nicht, da sind so viele Namen. Wir haben noch nicht über Peter Hemmerich gesprochen. Ihr wisst, den muss ich immer noch mal fallen lassen. Der wird sich da auch irgendwo einsortieren, wenn er nicht hochgeht. Und dieses Hochgehen war ja ein Riesenthema unter den Profis auch. Alle rechnen irgendwie damit. Es könnten so viele aufs Podium kommen, aber es werden auch welche hochgehen, die einfach, wo der Tag es nicht anders hergibt. Ich glaube, da wird man hier keinen Unterschied feststellen zwischen Hawaii und Nizza. Es gibt immer Favoriten, Top-Favoriten, die am Ende sich verzocken. Drei bis fünf sind es ja so meistens und ich glaube, das wird hier nicht anders sein. Ja, worüber wir auch noch nicht geredet haben, wirklich beim Marathon sind es ja zwei Faktoren. Es ist wirklich unglaublich heiß und man hat dann beides, die Vorbelastung beim Radfahren und die Hitze von oben. Und da wird die zweite Hälfte des Marathons, glaube ich, für viele echt unangenehm. Brutal. Wir sind jetzt voll in der Marathonlaufzeit gerade. Ja, ja, genau. Ja, ich muss auch noch was sagen. Ich sage, Sam Laidlaw wird Weltmeister am 26. Oktober 2024 auf dem Ali E-Drive in Kailua Kona. Der wird trotzdem das Rennen morgen für sich so weit nutzen, wie er will. Überlegen wir mal die ganze Vorgeschichte im letzten Jahr. Dieses grandiose Rennen, dieser Mut in Kailua Kona, der hat Luft geschnuppert. Dann war er allerdings der erste große Kritiker, wenn wir uns daran erinnern, als diese Ironman-Weltmeisterschaft hier nach Frankreich, in sein Heimatland, gegeben wurde. Kurz danach war er auf einmal Ambassador dieses Rennens. Ja? Also der wird schon seine Show machen. Der wird das Rennen morgen für sich in der Form nutzen, dass er maximale TV-Zeit bekommt. Und das kann er nur, indem er das von vorne aggressiv angeht, weil er weiß, nach dem Saisonverlauf kann der hier nicht Weltmeister werden. Ja, klar. Also habe ich ja auch gesagt, dass er nicht kann. Aber genauso, wie du es gerade sagst, wird das versuchen auf jeden Fall. Das sind andere, die aber genauso wissen wie er und die das auf dem Rad auch nicht unbedingt mitgehen müssen. Ich bin voll dabei, Cameron Wirth will hier zeigen, was er auf dem Rad kann, aber viel weniger können ein Magnus Ditlev und ein Jan Frodeno auch nicht. Also das wird so ein Konglomerat da sein, wo es um die großen Namen geht. Ein Patrick Lange, der wird ein bisschen Aufholjagd natürlich haben dann, aber seine große Aufholjagd kommt beim Laufen. Nämlich dann, wenn Ditlev und Frodeno als verbleibende Favoriten hinter einem Laidlaw, der irgendwann platzen wird beim Laufen, als verbleibende Favoriten das Ding von vorne angehen. Und Patrick Lange wird aufholen und aufholen und aufholen. Den einen erwischt er, den anderen nicht. Also ich sage Jan Frodeno vor Patrick Lange, der unter 2,30 läuft, aber Zweiter wird. Und Magnus Ditlev. Ja, so könnte es kommen. Und es gibt noch ein anderes Szenario, wie es kommen könnte, wahrscheinlich. So und ganz anders. Ja, genau. Wie immer. Ja, ganz genau. Und wenn Patrick Lange das jetzt hört, wird ihn das wahrscheinlich sehr motivieren und sagen, das wollen wir erst mal sehen, dass ein deutscher Weltmeister wird, da gehe ich absolut mit. Aber das wird nicht Jan Frodeno sein. Könnte ich mir vorstellen, dass das eher seiner Vorstellung entspricht. Ja, es ist einfach so. Ich kann nicht aus meiner Haut, ich kann nicht gegen Jan Frodeno tippen, deswegen ist das jetzt so, aber ich traue Patrick Lange das genauso zu eigentlich. Ja, ich meine, wir haben unsere Prognosen abgegeben im Frühjahr im Podcast. Ich glaube, ich habe damals gesagt, ein Einheimischer wird Weltmeister. Ich habe auch schon mal gesagt, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr. Jan Frodeno ist Kosmopolit, da gilt das immer, dass er Einheimischer ist. Also von daher werden wir schon unserer Linie treu bleiben und mit unseren Prognosen wie immer recht haben. Wer am meisten recht hat, werden wir dann sehen. Und am Ende werden die Punkte gezählt. Ganz genau. Ja, das war quasi unser letzter großer Auftritt hier vor der Kamera vor dem Rennen. Morgen übergeben wir an die Kollegen von sportschau.de, vom HR, von Ironman. Ihr könnt das Rennen überall live verfolgen. Wir sind natürlich dann auch mit Updates dabei und haben den großen Rennbericht, die großen Bilder. Ich werde auf dem Motorrad da draußen sein, mich in die Berge trauen.
Und ihr werdet die ganze Nachberichterstattung dann finden auf unserer Website. Wir gehen Montag dann oder am Dienstag final in Druck mit einer schönen Ausgabe, die sowohl die Nachberichterstattung von dieser Ironman WM hier in Nizza hat und auch natürlich das große Erfolgsrennen der Deutschen in Lahti vor 2 Wochen, ja. Aber auch die Vorschau auf Hawaii, ja. Da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, die große in 5 Wochen. Genau, eine der großen WM-Ausgaben. Eine der großen diesjährigen WM-Ausgaben. Und am Mittwoch treffen wir uns nochmal für unser Format Nizza Daily, eine finale Ausgabe, wo wir das Ganze dann schön einordnen können. Ein Podcast gibt es natürlich auch noch, am Dienstag Carbon und Laktat. Ja, von daher, euch wird sicher nicht langweilig die nächsten Tage. Morgen früh gibt es einen Swift Ride, einen gemeinsamen von Power und Pace. Ich glaube, über 2 Stunden ist der geplant, soll dann starten, wenn die Athleten auf die Radstrecke gehen. Ich nehme an, das wird dann irgendwie so ab 7.30 Uhr, ich weiß es nicht genau, das findet ihr auf powerandpace.de. Ja, wir wünschen euch einen wunderbaren Renntag, einen Sonntag, genießt es. Es ist für alle neu, aber es wird großartig und ich freue mich ganz besonders drauf. Ein herrliches Schlusswort, dem schließe ich mich an. Ja, danke Simon, danke Nils, danke Julia, die hier die ganze Woche einen Wahnsinnsjob hinter der Kamera und am Schnitt gemacht hat. Ja, we will be back, aber jetzt gehen wir mal auf die Expo, oder? Da war ich noch nicht. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.